So, das Ding kennt hier wohl jeder. Tetris 1984, erfunden von Alexei Paschitnov. Gameboy auch ein Klassiker, allerdings nicht aus Russland, mehr aus Japan. So, warum sehe ich so ein bisschen merkwürdig aus? Ich wollte mal hier ganz stilecht auftreten, aber ich bin es immer noch. Willkommen bei Baufunk24TV und hinter mir ist unser heutiger Protagonist, der Lada Niva. Verantworten ja so einige Highlights, zum Beispiel 1957 den Sputnik, den ersten Satelliten im All. Und 20 Jahre später, 1977, kam nämlich der Kollege hier auf die Welt, nämlich der Lada Niva. 1977, lange Zeit ist her, aber das Ding war damals eigentlich eine Revolution, weil es war das erste allradgetriebene Fahrzeug mit einer selbsttragenden Karosserie, also kein Leiterrahmen, sondern selbsttragende Karosserie. Die Technik ist nahezu unverändert seit 1977 gebaut. Das war damals auch für einige Zeit das meistverkaufte allradgetriebene Fahrzeug in Europa. Man muss sich das mal vorstellen, der Lada Niva hatte zu der Zeit einen Marktanteil in Europa von 40%. Diese Stoßstangen sieht nicht nur massiv aus, das ist massiv. Die Scheinwerfer. Der Grill ist zwar mal hier ein bisschen modernisiert worden, auch das Logo haben sie mal refreshed. Aber die Scheinwerfer hier sind eine der wenigen Exemplare von nicht Klarglas-Scheinwerfern, sondern Scheinwerfer, die tatsächlich nur eine Streuscheibe haben. Denkt man so gar nicht drüber nach. Ist so. Dann, was haben wir hier generell? Erstmal die Türgriffe. Auch die, ich glaube, die waren früher mal verchromt, so wie ich mich da noch erinnere. Aber die Türgriffe sind 1:1 wie 1977. Das ist auch hier nichts Plastik. Und auch der Klang der Türen, wenn man die Türen zum Beispiel zumacht. Ich weiß nicht, ob wir das vom Ton drauf kriegen, aber das ist... Das ist sowjetische Technik, ne? Da kannst du im Prinzip mit dem Panzer drüber fahren, fast mehr oder weniger. Wir haben hier die günstigste Version, die kostet roundabout 10.500 Euro, ist damit das günstigste SUV am deutschen Markt zurzeit und wahrscheinlich auch noch für weitere Zeit. Hier im Heckbereich gab es mal einen Facelift, die Heckklappe ist etwas tiefer runtergekommen, die Rückleuchten waren früher anders, die waren horizontal, jetzt sind sie also vertikal. So, und jetzt gibt es hier schon erstes Rätselraten, wenn ich nämlich hier mal die Heckklappe öffnen will. Ich sehe hier weder, also ich sehe einen Griff, aber ich sehe keine Entriegelung, ich sehe auch kein Schloss. Auch hier ist nichts. Das heißt, das ist nicht ein Bug, das ist ein Feature. Der hat nämlich eine Innenentriegelung und zwar nur innen. Und da gibt es hier so einen Türgriff und jetzt kann ich die Klappe öffnen, Öldruckdämpfer immerhin schon mal. Und hier gibt es dann Optionen wie zum Beispiel eine Wildwanne für den Jäger etc. Oder wir haben hier schon die Trennwand mit dem Gitter, also man kann hier den Hund rein, man kann hier den Hund transportieren. Auch ganz nett, wir haben hier, so jetzt nochmal auf den Klang achten. So, auch hier hat man die Zeichen der Zeit erkannt. Dritte Bremsleuchte natürlich vorgeschrieben. Hier eher so ein einfaches Modell. Und ganz selbstbewusst, man zeigt, was man hat, made in Russia. Offiziell gebaut wird der Lada übrigens nicht bei Lada, sondern bei AutoWas. Und das war zu der damaligen Zeit beim Bau die größte Autofabrik der Welt und ist auch heute noch Europas größte Autofabrik. Meiner Information nach, Lada ist... eine Marke, die man sich ausgedacht hat, wo man gedacht hat, dass die für alle westlichen Märkte oder die europäischen Märkte eigentlich passend ist. Ja, hier steht die Bezeichnung Lada 4x4 und
Ja, fahrwerksmäßig sind wir hier ebenfalls noch so unterwegs wie 1977. Wir haben vorne eine Einzelradaufhängung mit Schraubenfedern und hinten haben wir eine Starrachse mit dem Querlenker, den man hier schön sehen kann, und auch Schraubenfedern, keine Blattfedern. Und das ist auch, die Starrachse ist auch wiederum ein Geheimnis, warum der Lader so geländegängig ist, weil er eben eine sehr extreme Verschränkung hat. Man hat auch eine gute Wartiefe und er ist eben leicht. Und der Lader ist so ein bisschen die Geheimwaffe für viele Offroad-Fans und das zeigen wir euch ja noch, weil wir waren mit dem Kollegen ja auch ordentlich im Gelände und haben wirklich ihn nicht geschont. Ja, wir können uns ja nochmal den Motor anschauen. Was fällt als erstes auf? Wir haben hier ein Reserverad und zwar kein Notrad. Davon hatte man noch damals gar keine Ahnung, sondern vollwertiges Ersatzrad im Motorraum. Hat den Vorteil, auch wenn du irgendwo feststeckst im Matsch oder so, du kommst ja immer relativ leicht dran. Verschmutzt auch nicht. Im Gegensatz zum Motor, da haben unsere Fahrten Offroad schon so ein bisschen Zeichen hinterlassen. Ja, auch motorseitig haben wir hier im Prinzip noch das, wie es 1977 mal war, oben liegende Nockenwelle, Vierzylinder, hatte ursprünglich mal 1,6 Liter, der wurde dann mal aufgebohrt auf 1,7 Liter und Mitte der 90er Jahre wurde der Vergaser in Rente geschickt und wir haben eine Benzineinspritzung, auch mit G-Card etc. pp. Mittlerweile hat der Lader sogar die Euro 6 Norm. Ja, auch hier relativ oldschool, Wagenheber mit einer Gummistraps hier, arretiert, wunderbar. Und eine selbst arretierende Motorhaube, aber nicht mit Gasdruckdämpfern, sondern auch einfache Technik, aber funktioniert. Zack. Ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal den Innenraum an. Jo, Innenraum, Lader 4x4, Lader Tiger, aka Lader Niva. Das ist schon ein Erlebnis, hier mal drin zu sitzen. Sehr klassisch natürlich, wie gesagt, 77. Seit 77 gibt es dieses Fahrzeug. Und es gab schon eine Modernisierung. Also das Armaturenbrett ist nicht mehr wie früher. Ich finde auch so ein bisschen schade. Mittlerweile hat man hier tatsächlich neue Instrumente, Drehzahlmesser, Tacho von VDO mit digitaler Kilometeranzeige, sogar Außentemperaturanzeige. Und was auch ein Klassiker ist, sind die ganzen Schalter. Das sind wirklich massive Kippschalter. Da hast du richtig, was man heute oftmals vermisst, eine haptische Rückmeldung. Die gibt es hier. Lustigerweise ist dann wiederum der Lichtschalter für Stand- und Fahrlicht neben der Heizung. Der Knopf für die Heckscheibenheizung ist dann wiederum hier. Wenn man nachher die Zündung an hat, sieht man das. Also einige Knöpfe haben dann hier eine Kontrollleuchte für die Funktion. Aber die Heckscheibenheizung hat nochmal eine riesen Kontrollleuchte hier. Ja, die Logik, wer immer sich das ausgedacht hat, irgendwas wird er sich dabei gedacht haben. Dann haben wir hier den Schaltknüppel. Der ist relativ lang. Ja, Schaltwege sind jetzt nicht unbedingt kurz, das hat irgendwie auch so ein bisschen, ne, wer hobbymäßig mal so ein bisschen alte Trecker fährt, der fühlt sich hier gleich zu Hause. Hier diese Hebel, weiß ich auch noch, seit 77, die sind wirklich unverändert so. Diese Bakelit-Optik, hier vorne Mitteldifferentialsperre und hier ist die Untersetzung. Was jetzt neu ist, ist diese erweiterte Mittelkonsole mit den Fensterhebern. Die sind sogar Serie. Und wir haben sogar hier Getränkehalter. Also und passend genau, und zwar sowas von genau, für das Fläschchen Wegzehrung. Traditionell. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Heizungsbedienung auch positiv formulieren würde ich sagen. Man hat eine gute haptische Rückmeldung. Ne? Heizung generell ist gar nicht schlecht. Wirkungsgrad, klar, Lader kommt daher, wo es auch mal minus 30 Grad und noch kälter ist. Was auch ein Erlebnis ist, das zeigen wir euch gleich auch nochmal, ist einfach die Lautstärke von dem Heizungsgebläse. Da gibt es zwei Stufen und die eine ist laut und die andere ist verdammt laut.
So, Scheinwerfer, Höhenverstellung. Hier auch ein Riesenknopf für die Instrumentenbeleuchtung, für die Regelung der Instrumentenbeleuchtung. Dann haben wir noch ein schönes JVC-Radio hier als Option. Meistens bleibt das aus, weil man hört eh nicht so viel davon. Und Handschuhfach hier, wunderbar. Das Armaturenbrett ist sogar etwas gepolstert. Ja, würde ich sagen, legen wir los. Schlüssel habe ich hier, wie man sieht. Nichts mit Einschlüsselsystem, Zentralverriegelung gibt es auch nicht. Aber wir haben noch zwei Schlüsselsysteme, nämlich den für die Tür und den fürs Zündschloss. So, und jetzt Porsche-Fahrer fühlen sich direkt zu Hause, weil hier ist der Warnblinkschalter statt Zündschloss. Zündschloss sitzt hier. So, da ist er, Zündschlüssel, aber auch hier relativ spannend, denn du musst den Schlüssel richtig rum reinstecken. Da macht man sich ja heute auch oft gar keine Gedanken, Schlüssel rein, egal wie rum. Aber dieser Schlüssel passt wirklich nur in einer Richtung. Und wenn ich jetzt versuche, den Motor zu starten, Mist. Aber wir wissen warum. Wegfahrsperre. Und auch die Wegfahrsperre ist getrennt. Das heißt, auch darüber macht man sich ja keine Gedanken. Heute sind die Wegfahrsperren mit Transpondern in Schlüsseln. Hier Transponder ist nicht. Wir haben den Transponder für die Wegfahrsperre hier. Den müssen wir jetzt einmal hier dran halten. Laderlogo auf dem Transponder. So, es piept. Wegfahrsperre ist deaktiviert. Und los geht's. Standlicht, Fahrlicht. Gebläse. So, und jetzt ist eigentlich schon mit normaler Unterhaltung in Zimmerlautstärke vorbei. Man neigt tatsächlich, das teilweise dann wirklich mal auszumachen. Aber wenn ich natürlich nicht so schnell fahre, brauche ich zumindest die kleine Stufe. Aber auch die hält mich schon wach. Du brauchst beim Lader im Prinzip keine Müdigkeitserkennung, wie das heutige Fahrzeuge oft haben, sondern wenn du hier die Lüftung an hast, dann ist Sekundenschlaf überhaupt kein Thema, weil du wirst nicht einschlafen. Heckscheibenheizung, da nochmal schön hier die Kontrollleuchte. Also ich liebe ja diese Kippschalter. Das ist wirklich, du hast haptisch, auch akustisch. Ich denke mal, diese Kippschalter werden auch schon beim Raumfahrtprogramm der Russen irgendwo verbaut gewesen sein. Weil da gibt es hier kein Vertun. Außenspiegel, mittlerweile von innen einstellbar, waren früher mal in Chrom, fand ich natürlich auch irgendwie schöner. Überhaupt, es gibt so ein paar Details, da haben die hier modernisiert, aber das ist natürlich ein klassisches Auto. Und manchmal denke ich, also für die heutige Zeit wäre es sogar irgendwie noch cooler, wenn es einfach alles so geblieben wäre. Aber es gibt wirklich jede Menge, also das meiste des Autos ist wirklich so, wie es früher war. Zum Beispiel diese Schalthebel für die Untersetzung und Diffsperre. Was man jetzt auch gerade hört, ist der Kühlerlüfter vom Sound her. Also wenn hier der Kühlerlüfter angeht, dann denkst du, es gibt Fliegeralarm. Das ist so laut. Also mir ist auch kein Auto bekannt, was so einen lauten Kühlerventilator hat. Aber auch da macht man sich ja gar keine Gedanken, weil das ist ja alles selbstverständlich. Geht ja dann um aerodynamische Verfeinerung an den Rotorblättern vom Ventilator etc. pp. Die haben einfach gesagt, okay, Kühlerventilator muss irgendwie Luft machen, fertig, passt. So, dann auch noch interessant, Bedienung hier mit den Lenkstockhebeln. Du hast hier drei Lenkstockhebel. Du hast einen eigenen Lenkstockhebel für Fernlicht. Indem du den runter drückst, hast du Fernlicht, ziehen ist Lichthupe. Dann hast du einen eigenen für Blinker, links, rechts. Und du hast einen eigenen für die Scheibenwischer. Ja, Scheibenwaschanlage, hier haben wir die Wischer. Regelung, einmal Intervall, einmal Dauer, weitere Stufen gibt es nicht und es gibt noch Scheibenreinigung, also Scheibenwaschanlage, aber auch die nicht gekoppelt mit Wischen, muss ich dann selber machen. Innenraumleuchten hier sind auch Klassiker, gibt es in der Form auch seit 77, auch der Dachhimmel hier genau wie 1977. Ja, ich würde sagen, wir fahren einfach mal. Ja, Lader fahren heißt eine Zeitreise zu machen, weil
dieses Auto hat wirklich eine Seele, wenn man das so sagen kann. Auf jeden Fall ist es sehr abenteuerlich für den verwöhnten Autofahrer von heute, Autofahren auf diese Art zu erleben, denn viele Sachen, die uns heute selbstverständlich erscheinen, gibt es hier schon mal gar nicht. Das fängt an bei der Bedienung. Zum Beispiel gibt es hier einen Kombihebel für Blinker. Fernlicht gibt es nicht. Man hat drei Lenkstockschalter. Es gibt auch keine Tipp-Blink-Funktion. Also nicht mal, ich meine jetzt nicht dreimal blinken mit einem Tipp, sondern überhaupt, es gibt nur an, aus. Also es gibt keine Tipp- oder Momentfunktion. Was immer bemerkenswert ist, ist die Geräuschkulisse. Also hier vibriert und lebt alles, sei es die Kardanwelle, sei es das Getriebe. Also wir fahren jetzt 90 gefühlt, heben wir gleich ab. 1-0 and lift off of Space Shuttle Atlantis. Also das Schöne ist, du hast hier eigentlich keine Windgeräusche, denn die Windgeräusche hört man erst gar nicht, weil das so brutal vom Antriebsstrang Geräusche kommen. Aber das macht das Ganze auch irgendwo interessant. Ja, mal hart in die Bremse. Wir haben nämlich ABS. So, Haftung der Reifen ist trotzdem ein bisschen beschränkt. Reifentechnisch fahren wir, glaube ich, das haben wir 185, 75, 16. 75er Querschnitt. Kriegt man heute auch nicht an jeder Ecke. So, wenn man den Motor dreht, und er lässt sich sogar erstaunlich gut drehen, dann geht es eigentlich ganz gut vorwärts. Also erstaunlich. Und auch das macht echt hier Spaß. Mit richtig Schmackes in die Kurven. Das ist, ja, ist einfach lustig. Das kennst du halt von keinem Auto so. Ich will jetzt auch nicht zu sehr gehen lassen. Die Straße ist ein bisschen feucht. Und die Reifen sind ja vom Nässegriff so semi. So quer um den Baum möchte ich jetzt auch nicht, weil Seitenaufprall, Schutz, denke ich mal, hat er nicht. Seitenairbags sowieso nicht. Apropos Airbags, er hat gar keine Airbags. Und da kommen wir auch zu einem Thema. Wir haben ja hier kein ESP, wir haben keine Airbags, wir haben ABS, haben wir. Und das Ding ist, wenn du diese Sachen nicht hast heutzutage, dann kriegst du eigentlich gar keine Zulassung für den Vertrieb in der EU. Und was hat Lada gemacht? Ganz pfiffig, die haben das Auto eben quasi rebranded als 4x4, nicht mehr als Niva. Und da sie eh nicht so viel verkaufen, lassen sie das Ganze als Kleinserie laufen und dürfen das Auto eben dann hier vertreiben. Sitzkomfort, Platzangebot auch ein bisschen beschränkt hier, zumindest mit 1,96. Ich sitze hier so ein bisschen wie der berühmte Affe auf dem Schleifstein. Bei vielen Autos habe ich eher das Problem, dass das Lenkrad nicht weit genug nach hinten geht. Und hier komme ich mit der Hand an die Frontscheibe. Wahrscheinlich auch mit dem Kopf im Falle eines Aufpralls. Aber da wollen wir jetzt nicht drüber nachdenken. So, Tankuhr ist, müsste auch mal eingestellt werden. Gibt es wahrscheinlich irgendwo eine Schraube, weil wir haben gerade voll getankt. Laut dem Schätzeisen hier haben wir jetzt aber nur noch dreiviertel voll. Aber relativ zuverlässig Reservekontrollleuchte, wenn die angeht, tanken, dann passt das. Die Schaltung ist an sich brauchbar. Die hat natürlich echt viel große Schaltwege. Und Rückwärtsgang muss man auch noch mal ein bisschen sich Mühe geben. Geht dann aber so als Trick, habe ich rausgefunden, wenn man erst in den fünften geht mit getretener Kupplung und dann in den Rückwärtsgang, dann geht es besser. Untersetzung, Diffsperre, wenn er kalt ist, ein Thema, bis zur Unmöglichkeit. Wenn er warm wird, dann geht's.
Wert. 18,4. Yeah. Ja, liebe Leute, der Lada Niva oder wie er jetzt heißt, Lada 4x4, gilt ja als regelrechter Geheimtipp unter Offroad-Kennern. Und wir haben ja hier unseren kleinen Kollegen mitgebracht und jetzt fährt er hier mal durchs Wasser. Watttiefe 65 cm, da schlägt er sich ganz, ganz tapfer. Der Max sitzt am Steuer. Und da heißt es natürlich auch im Wasser nicht den Mut verlieren, sondern auf dem Gas bleiben. So. Sieht spektakulär aus, aber ist eigentlich noch reguläre Hausmannskost. Und Max, wie war's? Fabelhaft, einfache Ausstattung, gutes Auto. Du bist noch nie Lada gefahren, ne? Noch nie, nein. Und? Ja, macht Spaß. So, unser russischer Genosse hier hat eben bisher nur die Straßenreifen drauf. Und mit den Straßenreifen ist er im normalen Gelände und bei sowas eigentlich ganz angemessen unterwegs. Aber wir wollen ja gucken, was er wirklich drauf hat. Und dafür haben wir im Reisegepäck noch einen Satz komplette Offroad-Reifen. Und die machen wir jetzt mal drauf und dann wollen wir mal sehen, wo der Frosch die Locken hat. Was hat er für Offroad? Er hat permanenten Allradantrieb. Und permanenter Allradantrieb bedingt ja auf der Straße immer ein Mitteldifferential. Wenn du kein Mitteldifferential hättest, würden sich ja die Räder auf der Vorderachse wie auf der Hinterachse immer mit gleicher Drehzahl drehen. Und dann kriegtest du ja sofort Verspannung in den Antriebsstrang. Das wäre im Prinzip unfahrbar, wirklich. Wäre auch beim Bremsen zum Beispiel, dass er dir dann ausbricht, wenn du stark bremsen würdest. Deswegen haben wir hier ein Differential, Mitteldifferential, was wir im Gelände sperren können. Das ist im Prinzip keine echte Differentialsperre, wenn man jetzt denkt, ah, die anderen Pickups haben hinten eine Differentialsperre, top fürs Gelände. Der Lada hat das nicht. Und die Differentialsperre in der Mitte ist eigentlich auch nur, was die anderen gar nicht brauchen, weil die anderen haben ja kein Permanentallrad, bis auf den Amarok. Und der Amarok wiederum hat auch ein Mitteldifferential, ein Torsendifferential, was dann eben auch selbstsperrend ist, beziehungsweise die Antriebsmomente dynamisch je nach Situation verteilt. Also, wenn wir hier ins Gelände fahren, Differentialsperre in der Mitte sperren, damit wir nicht den Fall haben, dass die Vorderrad irgendwo in der Luft wäre, weil dann wird das ganze Antriebsmoment dahin gehen, auf der Hinterachse würde gar nichts mehr ankommen. Was wir leider nicht haben, sind Sperren, also Quersperren für hinten oder vorne. Und das ist so ein bisschen schade, weil da könnte ja noch mehr, aber es gibt viele Lada-Freaks, die sich eine Sperre noch nachrüsten, sowohl vorne als auch eventuell hinten, wobei man erst hinten eigentlich nachrüstet und dann vorne, dann hat man komplett gesperrt, kann aber auch dann nicht mehr lenken. Wir haben eine Fünfgangschaltung, Handschaltung natürlich, und wir haben da noch ein Vorgelege, das heißt, wir haben eine Untersetzung, die wir jetzt auch drin haben, und damit riskiert man nicht so schnell, dass man die Kupplung verheizt und man hat einfach mehr Kraft. Und was macht den Lada im Offroad-Bereich eigentlich so agil, so geeignet? Der hat sehr kleine Überhänge, gerade hinten und vorne, wenn man das sieht, da hast du einen Rampenwinkel, Böschungswinkel, das ist alles sehr gut fürs Gelände. Fahrwerksmäßig sind wir hier folgendermaßen unterwegs, vorne Einzelradaufhängung an Schraubenfedern, hinten Starrachse, auch an Schraubenfedern mit einem Seitenführungselement. Starrachse heißt schön Verschränkung möglich und wenn ich verschränken kann, dann habe ich noch maximalen Bodenkontakt in extremen Situationen und das wiederum bedeutet Vortrieb. So, genug gequatscht. Ich würde sagen, wir fahren weiter, ne? Und ich nehme euch mit. Ja, der Lada Niva oder wie er heutzutage heißt, Tiger oder Lada 4x4, ist eigentlich so die Mutter aller modernen SUVs. Denn als er rauskam, war er das erste Offroad-Fahrzeug aus Serienproduktion mit einer selbsttragenden Karosse statt einem Starrrahmen. Ich habe so ein bisschen eine Verbindung zum Lada Niva, da wir 1980 einen
Lada Niva in der Familie hatten. Das war für uns mehr so ein tatsächlich ein SUV, um damit Offroad zu fahren, um damit in den Wald zu fahren, solche Sachen, wofür er auch damals eigentlich schon prädestiniert war. Und damals gab es eben kaum vergleichbare Wettbewerber. Vielleicht noch den Suzuki LJ80, später den, müsste ich lügen, ich glaube SJ412 oder 413. Aber damals war der Lada wirklich relativ einzigartig, vor allem in seiner Preisklasse, auch damals schon unerreicht günstig. Ja, Thema Geländetauglichkeit, was wir jetzt hier gerade haben, ist zwar ein bisschen holprig, aber nichts Weltbewegendes. Der Boden, wir haben draußen minus 6, minus 7 Grad, der Boden ist gefroren, deswegen ist es auch etwas holprig hier. Aber vielleicht nochmal für die, die es nicht genau wissen, was macht eigentlich die Differentialsperre. Ein Auto hat ja zumindest an der angetriebenen Achse ein Differential, denn zum Beispiel in Kurvenfahrt legt ja das kurveninnere Rad viel weniger Weg zurück als das kurvenäußere Rad. Und wenn die Räder jetzt starr verbunden werden, dann könnte ich theoretisch gar keine Kurve fahren. Das ist soweit so gut im Gelände, aber eben auch potenzieller Nachteil. Wenn ich nämlich jetzt ein Rad zum Beispiel auf der Hinterachse habe, was Grip hat, und ein Rad hat keinen Grip, weil es beispielsweise in der Luft hängt, dann passiert nämlich Folgendes: Das Rad, was in der Luft hängt oder was auf glattem Untergrund ist, das dreht sich fleißig, bringt aber keinen Vortrieb, und das Rad, was potenziell Vortrieb hätte, wird nicht angetrieben. So, in so einem Fall würde ich dann hingehen, würde diese Achse sperren. Beide Räder werden mit gleichem Moment angetrieben und dann geht es munter weiter vorwärts. Ich nehme hier mal diesen Weg, gucken, was mich da erwartet. Boah, das ist schon sportlich, aber für den kleinen Russen hier kein Thema. Also man merkt jetzt auch, der sitzt nicht auf und der marschiert da locker hoch. So. So, bergab einfach Motorbremse, gar nicht die normale Bremse nutzen. Passt. So, auch wenn es jetzt mal etwas zügiger hier über Stock und Stein geht, auch das kann er. Und das macht auch richtig Spaß. Was interessant ist, du hast selbst bei diesen Bodenwellen durch die langen Federwege tatsächlich noch einiges an Komfort. Das heißt, es lässt sich eigentlich ganz gut aushalten. Ja, mein Fazit zum Lada 4x4, Lada Tiger oder Lada Niva. Der Lada ist ein Kultauto und es ist ein Stück Automobilgeschichte, die man heute noch kaufen kann. Und das ist, denke ich mal, auch der Reiz an so einem Fahrzeug. Das macht das Autofahren in gewisser Weise zum Erlebnis und ist schlichtweg auch Kult. Und das muss man wollen, da muss man wissen, worauf man sich einlässt mit all den Haken und Ösen, die das Fahrzeug hat, und eben auch eine Leidenschaft für das Thema mitbringen, um eben diesen Spaß zu haben und sich nicht an den Kleinigkeiten zu ärgern. Denn das kann man natürlich nicht mit einem leeren Auto vergleichen. Und der Lada ist robust, der Lada nimmt auch rauen Geländebetrieb, denke ich mal, nicht so schnell übel. Und für denjenigen, der auf die Baustelle in den Forst fährt, mag das eine Lösung sein. Man sollte aber sich überlegen, ob ich dann eben dahin
vielleicht 150 Kilometer über die Autobahn fahren muss, da sollte ich mir dann vielleicht Gedanken über eine andere Lösung machen, denn dafür wäre er nicht meine erste Wahl. Frage deswegen auch an euch, vielleicht habt ihr ja selber einen Lader oder hattet mal einen. Was sind eure Erfahrungen mit dem Fahrzeug? Was ist euer Argument für das Fahrzeug? Warum habt ihr euch gerade für einen Lader entschieden oder vielleicht auch dagegen? Oder seid ihr von der anderen Fraktion, die anderes vergleichbares Fahrzeug fährt? Dann bin ich gespannt auf eure Meinung, auf eure Erfahrung. Schreibt mir das mal unter das Video. Und ansonsten, wie immer, natürlich gerne einen Daumen hoch. Freue ich mich auch sehr. Und über ein Abo auch. Klar, und in diesem Sinne, bis demnächst.